Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Hierbei heißen wir auch Zockt. Natürlich mit Aushilfs-Cowboy Harry. Cowboy, nicht Cowboy? Ja, doch eher. Nee, das, hallo zusammen. Das wüsste ich wen. Dann hätte er einen Ruf weg wahrscheinlich. Definitiv. So, wir sind wieder im Lager, jetzt heißt es was tun. Was ich mich noch gefragt habe und Harry sich eben auch, wie kommt man denn hier zur Hauptstory? Also gibt es da irgendeinen Indiz auf der Map oder so, dass man sieht, wie man der Hauptstory folgen kann? Mhm. Weil wir möchten eigentlich schon das ganze Spiel spielen. Was wir aber nicht wollen, ist irgendwie 1000 Stünder draus machen. Sprich, genau, jede kleinste Schraube, die man hier finden kann, sondern wirklich auch ein bisschen hier mit der Story vorankommen. Und auf der Map sieht man halt nichts. Aber vielleicht wisst ihr da einen Trick, dann gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind dankbar. Jetzt gehen wir erst mal gucken, was macht der Kollege hier. Der spült. Der spielt auf seinem Banjo. Ein Lagerfeuer, da könnten wir doch, kann man denn nicht hier, müssen wir doch jetzt eigentlich... Nicht reintreten. Nein. Mit rechts, mit links, da geht gar nichts. Eigentlich hieß es doch, am Lagerfeuer können wir die Sachen craften. Ah, genau, ja. Den Tabak, den wir gefunden haben. Muss ich mich dafür setzen? Nee, geht auch nicht. Er knallt unmotiviert gegen den Stuhl. Vielleicht. Eingießen, ja, noch ein Käffchen, ja, warum nicht? Ich gieß mal. Ist ja gar eine schöne Stimmung. Jetzt dachte ich, er zückt einen Revolver. Ruhe! Trinken. Kann man machen. Trink mal. Wenn wir schon eingegossen haben. Jetzt. Nochmal einen Schluck. Ich möchte schnell sehen, wie das aussieht, wenn er... Ja, weil das Gulasch, was er da mal gegessen hat, das sah schon relativ cool aus. Aha, wegschmeißen und einpacken. Nicht so geschmeckt. Da kann ich aber nichts machen. Okay, hier hinten hat man noch einen... Jetzt ist er weg. Da saß doch gerade noch einer. Genau. Ach, come on. Okay, da müssen wir schnell auf die Map gucken. Kann man eigentlich mit dem Grammophon hier noch? Wahrscheinlich kann man... Ist das ein Grammophon? Doch. Ja. Hier müsste man kurbeln, aber ich kann leider nichts machen. Okay, schade. Ach, das ist das Bett. Da waren wir gerade. Das lassen wir mal. Da hinten, ich nehme mal an, das sind wieder Kopfgeldjäger-Jobs. Ich gehe tatsächlich mal kurz auf die Map und hoffe, das Spiel macht das mit. Glück gehabt. Ja, wir sind noch dabei. Man kann ja auch mal Glück haben. Wir freuen uns. Wir hätten hier Zielort. Das hört sich doch gut an. Aha. Zielort. Einfach mal geradeaus. Dann würde ich sagen, das wäre dann aber halt irgendwo hier hinten. Okay. Tja. Oh. Tja. Jetzt hinter uns, kann das sein? Hier, kehre zum Kontrollbuch zurück. Aha. Warum dies, warum das? Wo hat Nothing Line nochmal? Bei der Kasse, oder? Wo war gleich nochmal? Hier ist wieder das schreckliche Bild. Muss ich hier echt nochmal zurück? Ja. So, okay, Kontrollbuch. Beitrag leisten. Möchte ich jetzt eigentlich gar nicht. Wir haben viel zu wenig Geld. Da möchte man doch nicht einen Beitrag leisten. Ja, vielleicht kommen wir nicht drum herum. Ach, das habe ich doch vorher schon gewollt. Genau, damit wir hier mal so eine Art Buchhaltung haben. Die erste Seite des Kontrollbuchs zeigt die neuesten Beiträge aller Gefährten zur Lagerkasse. Das ist schlecht. Dann sieht man nämlich, dass wir nichts beigetragen haben. Doch, wir haben auch. Wo sind wir denn mit Biel Arthur? Geld. Hier ist kein Arthur. Doch, da. Robels Wertsachen. Ja, ah doch, also, das hallo. Ist natürlich, wenn man sagen, das ist relativ ordentlich. Yep. Strauß Arzneiwagen. Erhöht die Vorräte des Arzneiwagens. Das ist alles optional. Das habe ich mal gelesen. Also es ist hier relativ dankbar, was das angeht mit Essen, mit Schlafen und so weiter. Mit Lager ausbauen. Man kann es, man muss aber nicht. Also das finde ich relativ schön. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt eigentlich der Hauptstory folgen. Ich möchte mal weiterkommen. Ich möchte in die große Stadt kommen. Ich möchte die Sachen erleben. Ich absolut. Möchte, dass die Story beginnt. So richtig. Wenn das geht, ohne dass wir hier das Lager ein bisschen ausbauen, dann ja, gerne. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Kaufe eine Verbesserung für dein Lager. Vorige Seite, nächste Seite, Info verbergen, kaufen. Na, blätter mal noch ich weiter. Ich kauf mal. Ah, du kaufst die Menge an die Menge und Qualität der beim Arzneiwagen verfügbaren Tonika hat sich erhöht. Wird der Lagerbestand niedrig, kannst du die Vorräte gegen Bezahlung wieder auffüllen. Aha. Okay, hier die Fläschchen und Döschen. How did you get on, Herr Morgan? Called in on the small holder, Robo. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's
pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. Okay, neue Dingens. Wieder Schulden eintreiben. Okay, können wir machen. Ich gehe mal schnell gucken. Ich habe jetzt nicht genau mitgekriegt, wohin. Was ist das hier? Das sind die Feinde wieder, oder? Markierung, ja, Markierung. Nee, das ist klar, Markierung, das, oder habe ich die gesetzt? Das könnte ich auch sein. Ich glaube, ich habe 10.000 Markierungen gesetzt. Kann man die wieder aufheben? Die kann man aufheben, haben Markierung wir schon mal entfernen. Gemacht. Zück, zück, zück. So, jetzt haben wir wieder, nee, hier ist nochmal was. Was ist das hier? Nochmal ein Wegpunkt, auch der muss weg. Der geht nicht weg. Mhm. Können wir nicht wegnehmen. Ist das der Wegpunkt, den wir brauchen? Ich weiß gar nicht. So, wo müssen wir hin? LS hier. LS hier hinten hin. J diesen. Geht wieder nicht. Jetzt. Nee, falsch. Ich wollte doch nach hier hinten. Was haben wir denn hier noch? RS. Reverend Swanson. Da müsste man wahrscheinlich auch mal noch hin. Was ich möchte ist denn aber, LS? Was? Was steht da bei LS? Er hat doch von dem Reverend. Thomas Downs. Von wem hat er gerade geredet? Ja, von da müsste schon der gewesen sein. Nee. Nee? Also er hat vom Reverend, oder, gesprochen? Dann gehen wir zum Reverend. Okay, dann machen wir das so. Also meine ich zumindest. Ja, ja, dann machen wir das so. Ich habe mir den Namen auch nicht gemerkt, ganz ehrlich, aber ich dachte. So, da haben wir unsere rote Strecke. Wir brauchen einen Zossen. Dann gehen wir mal den Reverend besuchen. Wir warten ja auch so. Und den da hinten, den lassen wir, weil Hasenjagd. Ach so, ja, der Hasenbärenjäger. Das ist eher nicht so, dass es leider funktioniert. Vielleicht patchen sie es ja. Irgendwann, ich hoffe es mal. Oder das ist nur bei mir, aber dann weiß ich auch nicht warum. Mhm. Also, falsches Pferd. Das meins? Nein. Das hier? Ja. Diese Möhre? Genau. Hüpp mal rauf. Wir müssen zum Reverend. Einmal drehen. So, das wäre dann auf tatsächlich mal. Auf geht die wilde Reiterei. Auf geht die wilde Reiterei. Genau. So, mach schneller. Ja. Machen wir diese Cam. Ich reite aber selber. Ich lasse jetzt mal den Kinomodus. Ja, damit wir auch mal wieder selber ein bisschen reiten. Ich könnte noch mal kurz diesen hier machen, weil ist schon eine coole Perspektive. Es ist irgendwie leicht hektischer wie bei Kingdom Come. Da hat man ja auch eine Ego-Perspektive. Und zwar immer Schienen. Ich war gerade leicht abgelenkt wegen den Schienen. Und ja, da ist es nicht ganz so hektisch. Was haben wir hier? Oh, oh. Was machst du denn? Ich wollte nicht absteigen. Wieso? Wegen dem anderen dort. Moment, ich muss mal aus der Ego raus. Ich reite völlig in die falsche Richtung. Das ist mir doch auch. Ja, weil da jemand passiert. Hilfe braucht. Wir sind doch eigentlich gut erzogen. Wie cool er absteigt. Mhm. Fuß gebrochen. Oh, nein. Team, Gift aussaugen? Arznei? Ich würde mal die Arznei geben. Hä? Nein. Was war das? Das war wieder so ein UBS-Entkopplungsgeräusch. Jetzt geht das hier wieder los. Läuft noch alles. Entschuldigung. Und das soll was bringen? Was hat er, ein Schlangenbiss oder was? You saved my life. I owe gern doch. Got that right. I do. Now I gotta get out of here. Okay. Kommt da ein Zug? Ich höre zu. Da kommt ein Zug. Was hat denn das jetzt für eine komische Quest? Da hätte ich saugen sollen. Das muss man mir sagen. Jetzt haben wir im Zug gehabt. Oh, da. Trainspotting. Ja, aber klar doch. Ah, oh, cool. Ja, dafür hat sich die Reise gelohnt. Ja, das sieht nett aus. Kombinierter Güterzug. Mit kombinierten Gütern, sehr schön. Vielleicht noch, nein, doch nicht. Tatsächlich noch ein Güterzug. Dass es damals schon Güterzüge gab. Mhm. Pferd, wo sein? Wir haben noch was zu erledigen. Ausdauer, ja, ja. Jetzt hat er sich ein bisschen überanstrengt. Er musste dem Mann Medizin geben. Ja. Das kann dann auch mal schon. Das ist eine Ausdauer im Arsch, oder wie? Genau. Um dir Details anzusagen. Nee, brauchen wir nicht. Wir wollen hier tatsächlich zu Kollege Reverend. Ach, das ist halt der Bahnhof. Okay. Da war doch der Reverend. Reverend Swanson, Moment. Oh, ich glaube, jetzt habe ich das Hundchen, Echt? Schon wieder? Da ist er doch. Reverend! Der hat uns gesehen.
sie da drin? Come on, sonst schieße ich ihm auf die Beine. Ausrauben? Okay, tough guy. Ich kann ihn eigentlich nur schlagen. Jetzt habe ich ihn losgelassen. Eigentlich wollte ich ihn schlagen. Ist das überhaupt der, den wir... Der ist doch hier. Ja, ja. Nee. Doch, doch. Ja, das war nix. Oh, der arme Reverend. Lebt er noch? Sonst kann ich ihn wenigstens plündern. Ja, ja, ich kann ihn plündern. Ich glaube, wir haben soeben den örtlichen Pfarrer ermordet. Aufheben? Ne, ich lass ihn mal. Der holt sich wieder. Aber das war nicht der, wo wir hin müssen. Aber das war doch auch ein Reverend. Doch? Oder nicht? Wir haben nochmal ein bisschen Tempo dazu gekriegt. Mhm. Sehr schön. Pferdchen. Oh ne, come on. Wo war das Pferdchen? Bei der Station vorne. Hm. Hallo? Ducken. Nee, das geht. Okay. Hier ist kein Pferd. Hier in die Ecke müsste es sein. Irgendwas höre links. Ich, irgendwo schnaubt. Links. Da vorne. Da. Okay, sauber. Hier mal reingehen vielleicht? Ich wollte gerade sagen, hier könnte man doch auch mal schnell gucken. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon gerade da sind. Eben. Die Herren? Nein, wir wollen sie nicht verärgern. Nehmen. Das, dann klauen wir wieder was. Wollen wir die jetzt verärgern? Eigentlich nicht. Nicht per se, ne? Ach, irgendwas ist nicht verfügbar wegen den zuvor begangenen Verbrechen. Was haben wir denn verbrochen? Nie. Was? Bier? Mein Gott, das ist doch ein Sonnenschein, nee, der Mann. Ist Gott. Allein schon wieder, wie er die Tür aufmacht. Die Heiligkeit in Person. Ruhms. Hier noch was? Nein. Okay, dann machen wir hier kurz einen Prozess. In dem Sinne, dass wir die Leute in Ruhe lassen. Und das Pferdchen suchen. Und dann düsen wir... Ah, ich glaube, der Hund hat sich wiederholt. Okay, den haben wir nämlich weggedrescht. Waffen auf Pferd, nee. Einmal diesen. Und dann reiten wir mal weiter. Weil das war definitiv nicht das Richtige. Auch wenn das auch ein Reverend war. Aber das war, glaube ich, das war doch ein Fake-Reverend wahrscheinlich. Irgendwie komisch. Nee, aber der ruht jetzt in Frieden. Nee, so nee, um Gottes Willen, der schläft noch. Der schläft seinen Rausch. Der ruht sich aus. Was ist das denn für ein komischer Weg? Nee? Ach so, hier einmal um eine Kurve. Oh, cool. Riesensee. Mhm. Mit Schiff etc. Ja. Stock und Stein. Oder über Stock und Stein. Na, das ist doch mal ein Bild. Cool, da ist sogar noch ein Bild. Das sieht sehr nett aus. Da ist auch noch was. Da kann man mit Sicherheit überall irgendwie hin, denke ich mir. Alles andere wäre komisch. Haben wir noch unsere Markierung? Ja. Die müsste hier gewesen sein. Ne, ich bin schon falsch. Mhm. Mal zurück. Moment, machen wir hier mal sehen. Weil das ist tatsächlich. Du musst auf alle Fälle wieder da hoch, oder? Ganz so einfach ist es nicht mit der Ego-Perspektive. Ach, hier. Ich glaube, das schreibt man. Was? Wie beim See? Ja, come on. Wie soll ich das denn anstellen? Moment. Mach mal die Map. Mach ich gerade? Nee, das stimmt doch was nicht. Was ist denn das? RE da unten? Den haben wir schon. Aber den konnten wir doch nicht irgendwie. War es dann doch nicht der Reverend? Ich hoffe mal, ich habe dich nicht auf die falsche Fährte gelockt. Nee, das war hier der Reverend, den wir da umgehauen haben. Ja, aber den wir wirklich ursprünglich suchen mussten. Ja, das war schon der. Bin ich überzeugt. Das ist ja am Bahnhof. Mhm. Das Problem ist, den konnten wir ja gar nicht von Viel wegen mehr. Gib uns Geld oder mach und tu. Das ist einfach, wir sollen ihn verprügeln. Das haben wir indirekt gemacht. Wir haben ihn, glaube ich, umgebracht. Was? Geh noch mal ein bisschen raus aus der Karte. Das ist eine gewisse Form von geprügelt haben, nicht so raus. Rauszoomen, sorry. Ach so. Da unten ist noch ein RE. Ein J-E. Was ist das denn? J-E? Ja, ja, aber das ist relativ weit weg und ausgegraut. Also ich glaube nicht, dass wir da hin müssen. Okay. Da hätten wir noch das LS, wo wir hin müssen. Aber das ist ja auch noch aktiv. Jupp. Ja, okay, dann gehen wir noch mal zurück. Jetzt und oben müssen wir den nochmal aufwecken. Hilft nichts. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? So nicht. Ja. Hier haben wir hier rauf und dann hier vielleicht um eine Kurve. Mhm. Mhm. Ja, und jetzt halt auch mal wieder zurück. Da reiten auch noch welche. Oder? Wo haben wir denn hingelegt? Oder wo hat er sich hingelegt? Rechts. Ja. Hier ist der Bahnhof. Ja. Genau. Genau, hier war irgendwie... Da vorbei und dann da vorne runter. Nee, bitte, was machst du?
Wir warten. War das hier? Im Prinzip, nee, er ist da eigentlich eingezeichnet. Nee, nee, er ist da oben. Moment, der ist doch eingezeichnet. Also dann bewegt sich der Mann doch schon wieder. Nee, nee, oder müssen wir hier in dem Bereich gucken? Der Bahnhof im Prinzip. Ja, nee, ich sehe es. Wir gehen mal da rauf, wo die Anzeichnung ist. Wahrscheinlich hätten wir den eben nicht jagen müssen, sondern irgendwie was anderes. Wahrscheinlich haben wir es schon wieder verdattelt. Hier in dem Bereich muss der Mann sein, den wir suchen. Und das ist der Reverend und den haben wir schon gefunden. Der ist schlafen. Hallo? Wer bist denn du? Howdy. Nee. Oh, wie der geguckt hat. Ups, sorry. Reverend Swanson. You hear, Reverend? Ne, der hört uns nicht, den haben wir ver... den haben wir verhauen. Mr. Morgan. Dau, das ist der Richtige. So. I took your advice. Then your God has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just wanted to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or deal with business? Sie sehen richtig gut aus. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. Ach, du Grüne. Okay. Der spielt nicht weiter. Nee, der Herr Reverend. You playing his place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Was spielt ihr denn? Das wäre noch wichtig. Wir können ja mal gucken. Kostet ja nichts. Sure. I'll play a few hands. Eigentlich hätten wir einen anderen Auftrag, aber jetzt gucken wir mal. Spielchen zwischen dem. Mau Mau kriege ich noch hin. Oh, der Reverend haut ab. Vier gewinnt. Er ist rausgebrochen. Zum Gewinn der Runde hält jeder White Spieler zunächst zwei Karten, weitere Karten einer Poker. Okay. For you both for being gentlemen about this. Same goes for you. Cool, hier kann man pokern. So, kann ich irgendwie was machen? Anyway. Don't seem like the likeliest Kamera. Friends, if you don't mind me saying. We go a long way back. Aha. And now you're his chaperone? Deine Karten. I guess it's something like that. Okay, eine Dame und eine 10. Ich kenne oh. Poker. Ich habe ihn schon mal bei Poker ruiniert. Ja. Das ist zwar 100 Jahre Stunden. Her. Ja. Nur mit so 20 Cent einsetzen. Aber ja. Ja. Also. Mhm. Aber das mit zwei Karten, muss ich sagen, da bin ich so nicht also, so ganz. Ich würde sagen, das ist ein gutes Blatt bis jetzt. Sind hohe Karten. Wir haben das gespielt mit 5 Karten. Und dann ja. Austauschen. Je nachdem. Und dann sagen, ja, welche weg müssen. Und dann hast du wieder neu gekriegt und dann wurde wieder gesetzt. Hier kriegst du einfach wahrscheinlich im Normalfall noch 1, 2, 3 dazu halt. Okay, also, ich muss, du hast deine Dame und deine 10. Man muss setzen im Normalfall, oder? Eine vielversprechende Ausgangsbasis. Ja, würde ich auch sehen. Okay, ja, damit kann man 2 10, 2 Damen, eine Straße oder so machen. Da ist sogar Big Blind. Ich kenne mich damit zu wenig aus. 4 Small Blind, Big Blind. Ja, das ist der hohe Grundeinsatz quasi schon. 4 Cent. Wie setze ich denn jetzt den Betrag? Ist dann schon ein Mitgehen oder ist schon was gesetzt? Mache ich den gerade höher? Oh ja, da erhöhen. Okay, ich würde mal sagen, wir erhöhen. Mitgehen. Wir gehen mal mit. Ja. Nee, wir erhöhen um 6. Erhöhen? Wir wagen das mal. Okay. Okay, wie leite ich das jetzt ein? Mit Enter. Nee. Ach so, steht ja da. Damit. Oh, come on. Und? This ain't kid poker. Oh, der geht mit. Mhm. Der geht auch mit. Nachdem alle Spieler mitgegangen sind, werden 3 der Gemeinschaftskarten genau. aufgedeckt. Man nennt sie den Flop. Gibt es nicht nur den Fosbury-Flop? Ne, das war irgendwie Hochsprung. Das ist Hochsprung, ja. ja, was haben wir da? 7, was war's? Und was ist das, was wir dazu da gekriegt haben? Ja. Du bist dran mit Sätzen, halte gedrückt, um dir die Gemeinschaftskarten anzusehen. Kreuz 2 7. Damen. 2 Damen. Ja, haben wir. Und sonst haben wir aber nichts. Nee. Okay, deine Karten, Gemeinschaftskarten, passen, schieben. 0 Cent. Das heißt, wir geben auf, nehme ich an, oder? Nee, das heißt dann, also schieben. Das heißt, ja, der Nächste kann setzen oder... Ach so, okay.
Also wir belassen es beim selben Betrag. Mit diesem Blatt kann man ruhig etwas setzen. Ja, das denke ich mir auch. Mit zwei Damen kann man was setzen. Okay, dann setzen wir nochmal. Ja, machen wir mal nochmal. Also zwei Damen ist schon relativ fett. Wir setzen mal die beiden. Also wir setzen nicht die Damen, sondern wir setzen $8. Ullala, die geht immer noch mit. Oder er zumindest. Oh, der auch. Die vierte Gemeinschaftskarte nennt man Turn. Ein Ass, das bringt uns gar nichts. Nee. Wir haben immer noch zwei Damen. Ja, jetzt können wir nicht aufhören, oder? Nee. Zwei Sense. Tasten sicher nicht schieben wäre null. Ja. Ich würde gerne mitgehen, das geht nicht mehr. Wir setzen mal nochmal, sollen wir mal bluffen? Auf null, dann kannst du mitgehen. Jetzt schieben. Ja, ich würde aber lieber ein bisschen bluffen. Wobei, bluffen ist es ja nicht mal. Ja, no. Ja, wir haben ein paar. Ein hohes aber ist nicht gerade alle. Oh, der geht mit. die gehen alle mit. Jetzt sind wir beim River. Eine letzte Runde, okay, eine 10. Bringt uns tatsächlich auch nichts. Ist das irgendwie in irgendeiner Form eine Straße? Nee, das ist einfach gar nicht. Ach, also Arme 10. Oh, wir haben 2 Zehen. Oh, ja, jetzt haben wir 2 Zehen. Das ist natürlich. Und 2 Damen. Ja, das ist nicht so falsch. Dann würde ich glatt nochmal kurz. Machen wir mal 10. Ja. I'm a play slow. Okay. Na? Oh, alle beide. Richtig? Ja. Pile of crap. Not looking good. Schwein gehabt. Doch, haben wir gewonnen. Der hatte zwar 2 Damen. Oh, das, ich dachte gerade. Aber ja, zum Glück haben wir noch... Mit unseren 2 Zehnern. Alles für unser Geld. Okay, wir haben die Glücksspielherausforderung freigeschaltet. Sieh in deinem Protokoll nach, um weitere Informationen zu erhalten. Sehr gut. Noch ein Spielchen? Ich guck mal auf die Uhr. Ich denke, eins geht noch. Ja. Verlassen? Nein, machen wir nochmal. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt wieder alles. So ist es meistens bei Glücksspielen. Alles andere ist eine Lüge. Wir haben... wie gucke ich gleich nochmal? Ein Buben und eine 7. Oh, aber beides selbe Kreuz. Farbe. Ja. Das ist nicht so schlecht. Da würde ich sagen, wir gehen mal mit. Das sowieso. Am Schluss, wir werden die nächsten 10 Folgen nur noch Poker spielen. Das ist schon ein cooles Spiel. Okay, wir sind dran. Gibt es nicht eine Karte? Ich würde sagen, mitgehen. Du musst zuerst mitgehen. Dann gibt es eine Karte. Good. Ah, nee. Geht nochmal. Ah, der hat noch, ja. Jetzt. 2-6. 2-6 und eine Dame. Kreuz, Bube, Kreuz, 7. Bringt uns nicht viel. 6-7. Mitgehen für $6. König. 8, 9, 10. Nee, fehlt zu viel. Ich würde jetzt rein persönlich, wenn es echt wäre, würde ich glaube ich aussteigen. Das sind keine guten Karten. Das höchste ist ein Bube. Sollen wir nochmal mitgehen und gucken, was die nächste Karte ist? Ja, sind $6, die können wir. Wenn wir kein Geld mehr haben, rauben wir es aus der Kasse im Dorf. Die Dorfkasse, das kommt nicht gut. Jetzt wird es aber doch wieder König. Interessant. Oh, jetzt haben wir ein 3. Wir haben nix. Junge 7. Ja. Junge König. Oberkönig. Wir bräuchten einen Ass, dann hätten wir, glaube ich, eine kleine Straße. Sehe ich das richtig? Da fehlt eigentlich die 10, aber ich weiß nicht, ob hier die 10 auch fehlen würde oder ob hier 4 Karten reichen. Ach komm. Schieben. Man lebt nur einmal. Schieben? Ich versuche mal schieben. Ja, das kann aber kein Mensch brauen. Jetzt haben wir... Nix. Ja, 2 Zweien, aber die hat ja, die hat jeder. Hat jeder. Das ist eher... ungünstig. Ich würde mal schieben. Kostet nix. Sorry to do this, fellas. Not looking good. Ui, 2 Paare. Okay. Ah, oh, damn. Alle nix. Haben wir wieder gewonnen? Nein. 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 Naja, das war fast nicht klar, direkt, dass wir da nicht gewinnen, oder? Ja. Eigentlich ist die Folge rum, aber
Eins noch? Eins noch? Ja, ein kleines. Ja. So. Nee, wir sind überhaupt nicht Glücksspiel. Nein. Wie sagt man dem? Affin? Affin? Nö. So. Jetzt werden wir reich. Dann kaufen wir uns das Dorf und erobern die Welt. Genau, jetzt holen wir den Pott. Genau. Gefällt mir besser, wie das Würfeln bei Kingdom Come. Das habe ich ja immer irgendwie möglichst schnell hinter mich gebracht. Okay. Falls, ja, keine Ahnung. Mochte ich nicht so. Das haben wir Bube 8. So, wir haben Bube 10. 10. Ja, da will ich es mal erhöhen. Bisschen. Ja, ja. Das soll ein fetter Port werden. Ja. Gehen beide mit. Okay, drei Karten. Bube 10, 9. Nein. Bube 10, 9. 7, 4, 9. Bringt nicht viel. 9, 10 Bube ist ein Ansatz, aber ich würde ja, sagen, ja, wenn schieben. Die 8 kommt, dann... Wir schieben mal. Nah. Das heißt, er glaube ich auch. Ja, genau. Eine Dame. I'll check. Okay. Jetzt muss ich nochmal genau gucken. Jetzt eine 10. Wir haben schon eine 10. Eine 8. 9. Ja, dann hätten wir die Straße. 10, unter, ober. Eine 8 oder ein König. Geht ja dann auch, ist dann auch eine Straße. Ja, wir machen sicher mal weiter. Ich mach mal schieben. Ach, er macht auch diesen hier. Na. Nein. Wer will denn eine 3? Oh. Schieb um! Klopf, klopf, klopf. Wir könnten erhöhen und etwas hochkommen. Ja, blaffen, aber das ist mir zu heiß. Nee. Doch. Der hat geschoben, der schiebt die ganze Zeit. Was könnten die haben mit dem, was sie hier haben, zusammen mit ihren beiden? Das ist ja egal, wir müssen so weit kommen, dass die beide aussteigen. Ja, hast du gesehen, die steigen ja nicht aus. Ja, die sind ja aber jetzt auch schon die ganze Zeit am Schieben. Ja, vielleicht nicht übertreiben. Jetzt aber. Nee, ich mach's nicht. So. Das ist schade ums Geld. Wir brauchen dann irgendwie sonst natürlich nee, auch noch aber Geld. Ich würde schon mal genug so. Wir machen mal ein diesen. Bisschen mehr, 14 oder so. Wir pokern mal. Da geht vielleicht ein DS aus. Und was ist mit dem? Ich wusste es. Gar nichts. Ein paar Vieren. Ja, wir haben gewonnen. Nein, er hat gewonnen. Nein. Hier steht's ja immer. Ich sehe es nicht, dass das Mikro ist. Also, Entschuldigung. Ja, okay, ich würde sagen, wir verlassen das. Aber ich muss sagen, Poker macht Spaß. Entschuldigung, meine Stimme lässt schon wieder nach. Wo war denn hier verlassen? Der hier. Das ist cool, das machen wir öfters. I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Rip. Where is he? Ja, es ist der Pfarrer weg. The Reverend, where it? Excuse me, gentlemen. Jetzt müssen wir den nochmal suchen. Reverend Swanson, where'd you come? So weit kann der nicht gekommen sein. Halte gedrückt, um mit Personen zu sprechen. Wir können die mal fragen. Ja. Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot, priest wandering about? Sure, we saw him, smelt him. And avoided him. He went that way, I think. Thanks. Guy looked kind of crazy, Mister. Way, okay. Well, you have no idea. Ja, die Folge ist schon viel zu lang. Wir machen Überzeit. Okay, aber das Pokern hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Das muss ich sagen. Ja. Aber dann werden Absolut. Wir den Herrn Referent in der nächsten Folge jagen. Den müsste man ja erwischen. So besoffen wie der ist. Also ja, den kriegen definitiv. Wir. Da wird Gott nichts mit ihm sein. Und wenn wir ihn haben, gehen wir zurück und pokern wieder. Genau. Okay. Da danke. Haben wir noch eine Rechnung offen. Genau. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Und ja, ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Und meine Stimme ist weg. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Danke für eure Zeit. Schönen Abend noch und tschüss.